Die deutsche Fluggesellschaft TUI Fly, von denen hat bestimmt jeder schon mal irgendwann was gehört. Auch wenn die Fluggesellschaft vielleicht so ein bisschen unscheinbar geworden ist, es gehört einfach dazu. Irgendwo steht eine TUI Fly 737 an einem deutschen Flughafen rum. Das ist einfach so. Und ihr wolltet ein bisschen mehr über die Geschichte der Fluggesellschaft erfahren und ein bisschen mehr über die Flotte wissen. Und darum soll es heute gehen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn wir heutzutage in einer Boeing 737 der TUI Fly irgendwo hinfliegen, dann fliegen wir meist in den Urlaub. Dabei müssen wir gar nicht unbedingt den Flug bei TUI oder halt auf der TUI-Website oder wo auch immer gebucht haben, sondern meist sorgt unser Reiseveranstalter, bei dem wir uns vielleicht für eine Pauschalreise entschieden haben, dafür, dass wir in diesem Flugzeug sitzen. Das war aber natürlich nicht immer so, denn die Geschichte der deutschen TUI Fly geht natürlich auf eine Fluggesellschaft zurück, die viele von euch vielleicht so ein bisschen vermissen, und zwar die Hapag-Lloyd. Die Tochtergesellschaft der Reederei Hapag-Lloyd. Und auch damals in den frühen 70er Jahren war es Aufgabe der Hapag-Lloyd, Leute in den Urlaub zu bringen. Damals mit Boeing 727, etwas später dann nach der Übernahme der Bavaria German Air, auch mit ihrem ersten Großraumflugzeug, dem Airbus A300, und wiederum einige Jahre später, Ende der 80er Jahre, dann auch mit dem eigenen A310 auf Langstrecke. Und als es dann so in Richtung Ende der 1990er Jahre ging, wurde das Ganze ein bisschen kompliziert. Es gab eine Übernahme, ein bisschen kompliziertes Hin- und Hergeschiebe von Anteilen, und irgendwann ging dann die Fluggesellschaft Hapag-Lloyd in der TUI AG auf. Das ist heute der größte Touristikkonzern Europas. Aber was vielleicht ganz interessant ist, wo man immer gar nicht so drüber nachdenkt, den größten Touristikkonzern Europas, also TUI, jetzt dafür verantwortlich zu machen, dass man uns mit einer Übernahme mal unsere wunderschöne Hapag-Lloyd weggenommen hat, das ist so nicht ganz richtig. Aber so wird das immer gerne mal gesagt. Hapag-Lloyd wurde nämlich damals Ende der 1990er Jahre von der deutschen Preussag AG übernommen. Das war ein großer deutscher sogenannter Mischkonzern. Das bedeutet, der hat eine ganze Menge gemacht, bevor er sich dann irgendwann auf Tourismus konzentrierte. Danach übernahm man TUI und machte aus beiden großen Einkäufen die Hapag Touristik Union und benannte das dann wiederum in TUI Group um. Und dann wurde die TUI Group als hundertprozentiges Tochterunternehmen zusammen mit der Mutti Preussag die TUI AG. Und heute ist man, wie gesagt, größter Touristikkonzern in ganz Europa. Den Namen Hapag-Lloyd, den gibt es aber immer noch, ist immer noch, beziehungsweise wieder, könnte man fast sagen, ein großer Name in der Containerschifffahrt. TUI selbst als Konzern konzentriert sich natürlich mittlerweile nur noch auf Tourismus. Das aber in einem ziemlich großen Umfang. Mittlerweile hat man 6 eigene Fluggesellschaften. Das ist zum einen die deutsche TUI Fly, die englische TUI Airways, was man eigentlich als Thomson Airways eine lange Zeit kannte, die schwedische TUI Fly Nordic, die TUI Fly Belgium und die TUI Fly Netherlands, und auch die französische Corsair gehört noch dazu. Wir schauen uns jetzt aber mal nur die Flotte der deutschen TUI Fly an. Hapag-Lloyd war damals 1998 Erstbetreiber der Boeing 737-800. Neben der 700er Version der 737 ist das auch tatsächlich der einzige Flugzeugtyp, der bei TUI Fly aktuell im Einsatz ist. Und auch wenn wir jetzt über die Übernahme rund um das Jahr 2000 gesprochen haben, das Wort Hapag-Lloyd bzw. Hapag stand noch eine ganze Weile auf den Flugzeugen der heutigen TUI Fly. Dazu kam dann ja im Jahre 2002 auch noch der Billigableger Hapag-Lloyd Express. Erst im Jahre 2007 wurde aus der HLX, also aus der Hapag-Lloyd Express und der Hapag-Fly, die TUI Fly, die wir heute kennen. Und das war spätestens dann natürlich für die großen Reiseveranstalter ein Problem, weil die schicken ja sonst eigentlich ihre Kunden mit Hapag-Lloyd, mit Hapag-Fly oder mit Hapag-Lloyd Express in den Urlaub. Jetzt müssen sie aber, also wenn du zum Beispiel bei Altus gebucht hast oder wo auch immer, jetzt wirst du von dem Reiseveranstalter in ein Flugzeug eines konkurrierenden Reiseveranstalters gesetzt, auf dem ja mittlerweile so groß TUI draufsteht, das kann man ja nicht mehr übersehen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut für TUI, schlecht für die anderen Reiseveranstalter, denn die hatten nun mal einfach keine eigenen Flugzeuge und alles auf Condor oder so abwälzen ging halt eben auch nicht. Man brauchte das Kontingent, man brauchte den Platz, den TUI Fly einem zur Verfügung stellte. Deswegen, wenn man bei Altus oder so gebucht hat, konnte es dann durchaus sein, dass man mit einem TUI-Flugzeug unterwegs war. Was für die Kunden vielleicht nicht so schlimm ist, für den eigentlichen Reiseveranstalter aber natürlich ein bisschen blöd. Und nachdem man nun 35 Flugzeuge, man hatte die Flotte, nachdem man HLX und Hapag-Fly zusammengelegt hatte, ein bisschen reduziert, nachdem man jetzt 35 Flugzeuge der TUI Fly in der Flotte hatte und eigentlich eine ertragsreiche Fluggesellschaft aufgebaut hatte und eine Kooperation mit der Lufthansa-Tochter Germanwings oder auch mit Condor nicht im großen Stile zustande gekommen ist,
kam es dann im Jahre 2009 zu diesem berühmt-berüchtigten Wetlease-Abkommen mit der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, nämlich der Air Berlin. Von da an veränderte sich eine ganze Menge. TUIfly gab jetzt nämlich all ihre Städteverbindungen, das waren über 130 Stück, an die Air Berlin ab. Und dazu 14 Flugzeuge, die im Wetlease-Abkommen dann für Air Berlin mit TUIfly-Besatzung unterwegs waren. Die Boeing 737, die jetzt in TUIfly-Farben unterwegs waren, die wurden tatsächlich gefühlt einfach immer weniger. Weil, wie gesagt, erstens natürlich 14 Flugzeuge bei der Air Berlin unterwegs waren. Dazu kam dann natürlich auch, dass TUIfly jetzt als reiner Urlaubsflieger unterwegs war. Sie mussten sich auch ein bisschen dem Markt anpassen und einfach die Entwicklung mitmachen, die alle anderen Urlaubsflieger auch mitmachen mussten. Heißt, es gibt nur Economy Class in den Flugzeugen der TUIfly. Der Service wurde Jahr zu Jahr immer weiter verringert. Es gibt kein Entertainment-System mehr an Bord. Also das gab es früher auch nicht in den Sitzen, sondern halt oben die Bildschirme, die ihr ja kennt, die da oben an der Decke hängen. Die gibt es bei TUIfly nicht mehr. Es gab keine Zeitschriften mehr und Verpflegung musste je nach Buchungstarif extra bezahlt werden. Das ist eine Entwicklung, die jeder klassische Urlaubsflieger jetzt früher oder später mitmachen musste. Von daher, also ich persönlich finde das jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Für den Kunden war das dann doch immer wieder ein bisschen komisch, weil er vielleicht die TUIfly doch noch mit der alten Hapag-Lloyd vergleichen wollte. Ein weiterer ziemlich großer Punkt dafür, dass man gefühlt aber immer weniger TUIfly-Maschinen an deutschen Flughäfen gesehen hat, war aber auch, dass TUIfly gefühlt immer die Hälfte ihrer Flotte mit irgendwelchen Sonderbemalungen vollgepinselt hat. Egal ob VW, Haribo, Bärenmarke, ARD Fernsehlotterie, nochmal Haribo, Kärnten, Deutsche Bahn, nochmal Deutsche Bahn, CW Fotobuch oder nochmal Haribo. Auf TUIfly-Flugzeugen war eigentlich schon echt alles drauf. Ist, wie ich finde, Geschmackssache. Heute hat man das mit den Sonderwerbebemalungen nicht mehr ganz so schlimm. Mittlerweile macht man nur noch Werbung für seine eigenen Hotelketten und für das CW Fotobuch. Im Jahre 2014 verabschiedete man sich dann auch von dem markanten Gelb, das die TUIfly-Flugzeuge bis zu diesem Zeitpunkt alle drauf hatten, wenn sie nicht irgendeine komische Sonderbemalung trugen. Und man bepinselte die Flugzeuge Stück für Stück in einem schönen Blau. Das war eine Maßnahme, um nach außen hin zu zeigen, dass man als TUI-Fluggesellschaften zusammengehört. Also es war Teil eines gemeinsamen Markenauftritts. So wurden alle Flugzeuge aller TUI-Fluggesellschaften Stück für Stück nach und nach blau lackiert. Mittlerweile sind immer noch ein paar gelbe unterwegs, aber da kommen wir später nochmal zu. Alle Flugzeuge sollten blau lackiert werden, bis auf die Flugzeuge der französischen Corsair. Ihr seht auch schon, die hat kein TUI im Namen, die hat auch kein Fly im Namen oder irgendwas anderes. Das ist eine Airline, mit der TUI nicht wirklich Geld verdienen konnte die ganzen Jahre lang und auch jetzt kein Geld damit verdienen kann und die man eigentlich schon immer loswerden wollte. Auf den Flugzeugen der deutschen Airline steht auch schon seit einiger Zeit nicht mehr TUIfly.com drauf. Da stand dann irgendwann nur noch TUIfly drauf. Mittlerweile steht nur noch TUI drauf. Auch das gehört zu der eben schon angesprochenen Vereinheitlichung der Marken. Und ist ungefähr vergleichbar wie das, was schon seit Jahren bei Thomas Cook passiert. Ja, und nachdem Air Berlin dann verschwand, nahm man die Flugzeuge aus dem Wetlease-Abkommen dann wieder in die eigene Fluggesellschaft zurück. Und jetzt hat TUIfly 36 Boeing 737 in ihrer Flotte. Drei Maschinen davon sind übrigens endlich wieder Boeing 737-700, also die etwas kleinere Variante. Zwei von denen sind zwar immer noch mehr oder weniger weiß lackiert, aber immerhin, diese Maschinen sind übrigens alle drei knapp 10 Jahre alt. Also bleiben noch 33 Boeing 737-800 übrig. Davon nehmen wir 7 Stück mal raus, dann haben wir noch 26 Maschinen übrig. Die sind entweder in blau lackiert, in irgendeiner Sonderbemalung unterwegs oder 4 von denen, nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, 4 von denen müssten sogar noch gelb sein. Ausgestattet sind diese Flugzeuge mit den nochmal sparsameren Split Scimitar Winglets von Boeing und die älteste der Boeing 737-800, die aktuell bei TUIfly unterwegs sind, ist zwar nicht die 1998 an Hapag-Lloyd ausgelieferte 737-800, aber eine Maschine, die auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und vorher bei Pegasus Airlines unterwegs war. Unter den Maschinen sind jetzt natürlich auch ein paar Flugzeuge, die ehemals für Air Berlin bestimmt war und auch damals an Air Berlin direkt ausgeliefert wurden. Auch diese Flieger sind gerne mal über 17 Jahre alt. Genauso wie 2 weitere Maschinen, die damals noch an Hapag-Lloyd ausgeliefert wurden. Und wiederum 6 weitere Flugzeuge hat man auch noch an den Vorgänger ausgeliefert, ganz offiziell. Die sind aber erst so um die 12 Jahre alt, das heißt auf diesen Flugzeugen stand damals eine ganze Weile noch Hapag-Fly drauf. Mit der X-Ray Echo kam dann im Jahre 2007 nonstop aus Seattle vom Boeingberg die erste wirklich brandneue Boeing 737-800, auf der TUIfly drauf stand. Und im Jahre 2010 lieferte Boeing dann zum ersten Mal ihr neues Sky Interior für die Boeing 737-800 aus und auch das war eine Maschine bestimmt für TUIfly. Und einige Jahre später oder beziehungsweise hin und wieder wurde dann ein von TUIfly komplett neu bestelltes Flugzeug in Air Berlin Lackierung direkt von Seattle aus nach Deutschland gebracht und flog dann von Anfang an direkt bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, operated by TUIfly. Dabei handelt es sich um Maschinen, die teilweise ja nicht mal 5 Jahre alt sind und jetzt halt wieder bei der TUIfly unterwegs sind.
Die neueste Maschine kam im Jahre 2015 auch direkt aus dem Boeing-Werk in Seattle zur TUI Fly. Damit ist das Flugzeug das neueste Flugzeug, das aktuellste Flugzeug in der TUI Fly-Flotte, gerade mal ein bisschen über 3 Jahre alt. Also ein ziemlich breit zusammengewürfeltes Feld aus zusammengesammelten Maschinen und ganz neu bestellten Flugzeugen, insgesamt mit einem Durchschnittsalter von ungefähr 10 Jahren. Jetzt haben wir aber eben 7 Boeing 737-800 von den 33 Maschinen, die zum aktuellen Zeitpunkt bei TUI Fly unterwegs sind, abgezogen. Und zwar sind das die Hälfte der Flugzeuge, die im Wetlease-Abkommen mit Air Berlin unterwegs waren. Die fliegen jetzt für Eurowings. 2 von denen sind mehr oder weniger weiß lackiert und auf denen steht auch tatsächlich Eurowings drauf. Die 5 verbleibenden Flugzeuge sind tatsächlich noch in kompletter Air Berlin-Bemalung unterwegs. Und das ist damit auch die Erklärung, warum man heute tatsächlich ein Ticket bei Eurowings buchen kann und dann in einer komplett in Air Berlin Farben lackierten Boeing 737-800 operated by TUI Fly fliegen kann. Puh, ein ganz schönes Durcheinander, aber damit soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei und ich konnte euch einige Fragen zur Geschichte von TUI Fly und zur Flotte von TUI Fly beantworten. Und dann geht heute noch ein dickes Dankeschön an Roger raus, weil der unterstützt mich jetzt seit ein paar Tagen tatkräftig und sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.